Auf einer Steinbank sitzen zwei Frauen vor einer Landschaft. Die linke trägt einen Lorbeerkranz im aufgesteckten dunklen Haar, die rechte ist blond, sie hat lang herabfallende Locken, die ein bräutlicher Myrtenkranz schmückt. Die Frauen neigen sich einander zu und halten sich bei den Händen. Die blonde Frau, im strengen Profil, scheint der dem Betrachter zugewandten Dunklen etwas zuzuraunen. Es müssen ernste, vielleicht schicksalsschwere Worte sein, denn kein Lächeln bewegt die Gesichter. Überhaupt, die feierliche Klarheit der Umrisslinien und der metallhaft kühle Glanz der Farben schließen alle intime Wärme aus. Die Frau links gibt sich nur zögernd der Nähe der anderen hin. Hier ist eine italienische Landschaft mitgegeben, ein Kloster im romanischen Baustil und Bergketten im bläulichen Licht, die an die Sabiner Berge bei Rom erinnern. Der Frau rechts, die die Freundin scheu bedrängt und ihre Hand ergriffen hat, gehört die gotische Stadt mit der aufragenden Kirche. Der Turm erinnert an den des Wiener Stephansdoms. Der Ort, wo diese Begegnung geschieht, scheint kaum bestimmbar zu sein. Aber das aufragende Mauerstück rechts, das die Zweiergruppe so wirkungsvoll hinterfängt, ist alt. Ein Stein ist oben herausgefallen, Buschwerk hat sich eingenistet und von der Steinbank ist ganz am linken Bildrand eine Ecke abgebrochen. Der ideale Ort dieser Begegnung ist eine Ruine. Johann Friedrich Overbeck, im Jahre der Französischen Revolution 1789 in Lübeck geborener Bürgermeisterssohn, hat dieses Bild im Jahre 1828 in Rom beendet. Rom, den 22. Oktober 1814, datiert Karl Vogel von Vogelstein, ein Bild, das Overbeck im Beziehungsfeld seiner Kunst zeigt. Vor ihm auf der Staffelei steht die Studie nach einer raffaelischen Madonna mit Johannesknaben. In der Hand hält er ein Blatt mit dem Monogramm Albrecht Dürers. Wir lesen AD 1514. Der Künstler und seine Freunde wollten nichts Neues erfinden, sondern die Kunst von innen her erneuern. Der deutsche Albrecht Dürer und der Italiener Raphael sollten als wahrhafte Menschen und beispielhafte Künstler die Leitsterne sein. Noch als Student an der Wiener Kunstakademie hatte Overbeck im Jahre 1808 die Auferweckung des Lazarus gemalt. Christus, die bildbeherrschende Hauptfigur, ruft den toten Lazarus aus dem Grab ins Leben zurück. Am linken Bildrand, außerhalb des Kreises der staunenden und bestürzten Männer und Frauen, wohnen Overbeck und sein Studienfreund Franz Pforr andächtig dem Wunder bei. 1809 gründeten sie zusammen mit 4 Mitstudenten einen Künstlerbund. Sie nannten ihn nach dem Patron der mittelalterlichen Malerzünfte Lukasbund. 1810 zogen die Lukasbrüder nach Rom, um dort an der Wiege der Christenheit und der Kunst ihren großen Vorbildern als gläubige Künstler nachzufolgen. Bald nannte man sie Nazarener, denn sie malten nicht nur religiöse Bilder, sondern sie trugen noch dazu ihr Haar schulterlang. Sie sahen wie Jünger Jesu aus. Im Jahre ihrer Ankunft in der ewigen Stadt hat Overbeck seinen 2 Jahre später an Tuberkulose gestorbenen Freund im Stil der italienischen Renaissance porträtiert. Eine gotische Bogenöffnung als Rahmen im Rahmen umschließt die Halbfigur des jungen Malers. Er ist im Innenraum und blickt zu uns heraus. Drinnen beugt sich eine blonde Frau sittsam über ihr Strickzeug und liest im aufgeschlagenen Buch. Es ist Maria, Pforrs ideale Braut. Die Lilie ist Zeichen ihrer Reinheit. Durch den Rundbogen blicken wir auf die Straße einer deutschen Stadt des Mittelalters mit aufragender Kirche. Ganz in der Ferne sehen wir eine im Licht verschwimmende italienische Steilküste. Wieder wird Deutsches mit Italienischem verbunden. Schöne Vergangenheit und fordernde Gegenwart durchdringen sich. Franz Pforr ist sich seines verpflichtenden Künstlertums bewusst. Geborgenheit in deutscher Tradition, zu der die Katze gehört, und Sehnsucht nach südlicher Ferne stehen einander gegenüber. Ein Jahr später,
1811 hat Franz Pfor sein nur 35 x 32 cm messendes Bild gemalt. Damit hat er dem Thema Bildgestalt gegeben. Zwei Spitzbögen gliedern die Fläche unter dem oberen Bogenabschluss in zwei gleich große, hochrechteckige Felder. Die Figur rechts ist Maria. Sie flicht wie Faustens Gretchen in ihrer Kammer das blonde Haar. Wir erkennen an den Butzenscheiben des Fensters, am Alkoven und an den Gegenständen, dass es sich um eine deutsche Stube der Dürerzeit handelt. Pfor hat sich seine ideale Braut und zugleich sein Kunstideal gemalt. Links sitzt Sulamit, die Idealgestalt Overbecks, in einem südlichen, durch eine Mauer umfriedeten Garten auf der Rasenbank. Ist Maria ein zierliches gotisches Mädchen, so ist Sulamit eine italienische weltliche Madonna aus dem Geiste der Renaissance. Overbeck selbst tritt in ihren Garten ein, hinter der Mauer weitet sich die italienische Landschaft bis zur Bergkette. Forsthäfelchen, Sulamit und Maria ist eine persönliche Zueignung an Johann Friedrich Overbeck. Deshalb ist zwischen den Spitzbögen auch des Freundes Namenspatron, der Evangelist Johannes, anwesend. Gleichzeitig hat Overbeck sein Bild von Sulamit und Maria entworfen, und zwar zuerst in einer großen Zeichnung in einem Karton, so wie einst Raphael seine Bilder vorbereitet hatte. Aber dann, nach Franz Pfors Tod 1812, stockte die Arbeit. Für wen, wenn nicht den Freund, sollte er das Bild schaffen? Erst 1828 hat er es vollendet. Nun aber nannte Overbeck das Bild Italia und Germania. Die beiden idealen Bräute der Freunde waren zu Sinnbildern des Italienischen und des Deutschen geworden. So hat er es selbst in einem Brief erklärt. Dass ich nun aber gerade die Idee einer Germania und Italia wählte, darüber gibt mein besonderer Standpunkt hier als Deutscher in Italien Aufschluss. Es sind die beiden Elemente gleichsam, die sich allerdings einerseits fremd gegenüberstehen, die aber zu verschmelzen nun einmal meine Aufgabe ist und bleiben soll und die ich deshalb hier in schöner inniger Befreundung mir denke. Und so mag man das Bild dann auch schlechtweg die Freundschaft nennen. Ein Deutscher in Italien war auch der 1791 geborene Theodor Rebenitz. Seit 1816 hat er im Kreis der deutschen Künstler in Rom gearbeitet. Overbeck war sein Vorbild und sein Lehrer. Nach Auffindung von Briefen ist es seit neuestem sicher, dass das Bild Italia und Germania der Dresdner Galerie, das wir bisher gezeigt und besprochen haben, eine genaue Kopie des Originals in der Münchner Neuen Pinakothek von Rebenitz Hand ist. Das Münchner Bild steht jetzt vor Ihnen. Overbeck hat für die sich umfassenden Hände der beiden Bräute eine Studie gezeichnet. Sie bezeugt die Besonderheit seiner Zeichenweise, die man mit zarter Genauigkeit benennen könnte. Rebenitz nun hat dieses Blatt nachgezeichnet, um sich sorgfältig auf seine Kopie vorzubereiten. Das ist Kunstbekenntnis der Nazarener. Einfühlsame Nachfolge stammt ihnen höher als Erfindung. Overbeck war vielleicht der international bekannteste deutsche Künstler im 19. Jahrhundert. Sein Bild Italia und Germania sehen wir heute mit neuen Augen. Es ist ein Werk hoffnungsvoller Begegnung und europäischer Versöhnung, die auf der gemeinsamen jahrhundertealten Geschichte gründet.